Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Dieser Moment, wenn der Urologe deine Hoden abtastet und du ihm sanft mit der Hand durchs Haar fährst. Machen ist wie wollen, nur krasser. Das Tolle daran, eine Frau zu sein, ist natürlich, nie eine heiraten zu müssen. Denkst du dasselbe, was ich denke? Ja, aber wie bekommen wir den Chef dazu, die Füße so lange im Beton zu lassen, bis er fest ist? Beim Bäcker sag ich manchmal, und für meine Freundin nehme ich noch, obwohl ich alles alleine fressen werde. Mückenstiche sind das eine. Der Gedanke, dass sich ein Vieh mit nur 10 Hirnzellen nachts verarscht, etwas ganz anderes. Du bist jetzt jünger als jetzt. Wenn du 99 Kilo wiegst und 1 Kilo Nachos isst, dann bist du 1% Nachos. Zwei Freunde unterhalten sich über ihre Urlaubsreisen. Ich war auf den Malediven, Strand, Sonne, alles super. Und du? Ich war in Rio, bin überfallen worden und meine Frau wurde vergewaltigt. Im nächsten Jahr treffen sie sich wieder. Der eine war auf Hawaii, Strand, Sonne, alles super. Der andere war in Rio, ist überfallen und zusammengeschlagen worden und seine Frau wurde vergewaltigt. Im dritten Urlaubsjahr treffen sie sich vor der Reise. Fährst du wieder nach Rio? Ich nicht, aber meine Frau möchte. Ein Schwarzer geht in den Puff. Als er sich vor der Nutte auszieht und sie sein riesiges Teil sieht, greift sie in ein Pöttchen mit Vaseline, um sich geschmeidiger zu machen. Dann nimmt der Schwarze seine Armbanduhr ab und schneidet sich um den Penis. Die Nutte fragt, was soll das denn jetzt? Darauf er, wenn du machen Glatteis, ich zieh Schneekette auf. Rein theoretisch gibt es, dank der Zeitzonen, jeden Morgen eine Laola-Welle der Ständer. Hey Schönheit, ich hoffe du hast gut geschlafen. Danke auf jeden Fall für deine Nummer gestern. Liebe Grüße, Moritz. Hallo Moritz, danke erstmal für das nette Kompliment am Morgen. Geschlafen habe ich sehr gut, danke der Nachfrage. Ich fürchte jedoch, dass deine Schönheit dir die falsche Nummer gegeben hat. Aber Kopf hoch, das passiert jedem Mal. Liebe Grüße, Tim. Dieses Gefühl, wenn man einen Furz unterschätzt und sich sanft im Bus einwurstet. Meine Frau räumt auf, bevor die Putzfrau kommt. Das ist genauso dumm, wie wenn ich mir einen runterholen würde, bevor die Babysitterin kommt. Herr Kapitän, uns sind die Eiswürfel ausgegangen. 10, nach Steuerbord, ich habe eine Idee. Die wahre Geschichte der Titanic. Wie fängt eine Frau einen klugen Satz an? Mein Mann hat gesagt, dass... Wenn man schneller furzt als der Schall, stinkt es, bevor man ihn hört. Was kommt raus, wenn man eine Giraffe mit einem Maulwurf kreuzt? Ein Bohrturm. Yeah, wenn ihr links klickt, kommt ihr auf die letzte Folge und wenn ihr rechts auf das Logo klickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Denn brandneue lustige Witze gibt es jeden Freitag um 17 Uhr. Jeder liebt Witze und jeder liebt es zu lachen, also empfehlt doch diesen Kanal einfach mal einen Freund weiter. Haut raus, bis nächste Woche.